Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ich mache wieder ein Penspinning Tutorial, weil ich sehe, dass die Videos bei euch gut ankommen. Und ja, darum habe ich mir so gedacht, wieso machen wir noch eins? Und zwar heute der Thumb Round, das ist dieser Trick da. Das sieht ziemlich gut aus. Und wie der Name schon sagt, Thumb Round, das heißt durch den Daumen, also eine Drehung durch den Daumen. Also das heißt, dass der Stift so durch den Daumen sich drillt und nachher man ihn hier so auf anfängt. Also es sieht bisschen schwer aus, aber das ist es eigentlich auch nicht. Man muss einfach den Schwung hier gut wissen, also ja, wie viel man Schwung geben soll. Die drei Finger, also die ersten drei Finger. Und zwar, das Einzige, was ihr machen müsst, ist den Stift zu den Fingern legen und nachher müsst ihr einfach mit dem Mittelfinger Schwung geben, damit sich der Stift so anfangen zu rollen. Und nachher, damit der Stift diese Drehung macht und nachher man ihn so auffangen kann. Es hört sich vielleicht ja, ein bisschen kompliziert an, ist es aber nicht. Also einfach mit dem Mittelfinger Schwung geben, damit der Stift eine Drehung machen kann. Und dann ist es nicht wichtig, den Stift gleich aufzufangen, sondern erst diese Bewegung können. Also einfach, dass der Stift sich um den Daumen drillt. Und das ist das eigentlich das Wichtigste. Und es ist so, durchschnittlich werdet ihr so 100 bis 200 Versuche brauchen, bis ihr das einmal geschafft habt. Also, ihr könnt nicht damit rechnen, dass ihr gleich nach erstem Versuch schon den Thumbraum könnt. Aber das ist nicht schlimm. Ihr müsst einfach üben und üben und irgendwann schafft ihr das. Also, nochmal erklärt, mit dem Mittelfinger einfach einen Schwung geben, damit sich der Stift um den Daumen drüllt. Und nachher halt man ihn wieder auffangen kann. Aber zu Anfang immer so ausprobieren. Das ist am besten für den Beginn. Und nachher kann man das mit auffangen probieren. Ja. So Leute, ja, das war's doch mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn etwas nicht so klar ist, könnt ihr das gerne in die Kommentare unten schreiben. Und sonst ja, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und ja, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.